Moin. Wochenbeginn, Montag. Wir kriegen ein bisschen besseres Wetter. Komischerweise ist es 8 bis 10 Grad bei uns. Das ist nicht gerade Weihnachtswetter. Viel getan haben wir auch. Am Wochenende waren wir beim Tobias Sommer. War eine tolle Veranstaltung. War richtig was los. Und die Kasseler oder Fuldaraner, da die ganze Ecke, die tun richtig was. Die haben einen Kreis gegründet, die treffen sich regelmäßig, alle sind gekommen, alle haben Leute mitgebracht, war richtig toll. Naja, Besuch hatten wir auch vom Lutz, vom Verfassungsschutz, der war auch normalerweise, ist normal da, einer ist immer da, aber egal, wir haben uns auch mit denen gut auseinandersetzen können und die sind gar nicht so schlecht oder ekelig, wie die meisten sich das vorstellen. Die Honigmann-Nachrichten vom 16. Dezember 2013, Nummer 243. New Haven. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 veränderten das Leben der Angehörigen und Freunde der Opfer, auch in puncto Ideologie und politischer Einstellung. Eine Studie hatte das veränderte politische Engagement der Angehörigen in den letzten 12 Jahren untersucht. Es zeigte sich, dass nicht nur die Wahlbeteiligung stieg, auch die Bereitschaft zum Engagement in Kampagnen und Parteien. Außerdem verschob sich die politische Ideologie der Angehörigen, so der Sozialwissenschaftler in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, von eher demokratischen Ansichten zu einer größeren Sympathie mit den Republikanern, informierte wissenschaft-aktuell.de. Welt. Liebe Überwacher, wie ihr womöglich im Schichtdienst gerade dabei seid, Menschen zu überwachen, zu verleumden, zu behindern, zu stören, zu bekämpfen, die im Grunde genommen auch für euch eine freie, bessere, für jeden verantwortungsvollere Welt wollen. Ihr seid, denke ich, darauf angesetzt, Störenfriede, die in eurem Brötchengeber unbequem oder aus dessen Sicht gefährlich werden, auszuspionieren. Entgegen aller gültigen und größtenteils ungültigen Gesetze, genau das Verhalten an den Tag zu legen, das ihr uns dann immer vorwerft. Gefährdung der sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Erkennt ihr nicht, dass ihr dabei helft und aktiv mitwirkt, eine Diktatur auf- und auszubauen und zu unterstützen, die sich irgendwann auch gegen euch richten wird? Kann ich nur sagen, garantiert. Erkennt ihr, dass ihr dabei mit bereits eure Kinder und Enkelkinder versklavt habt oder dabei seid, diese zu versklaven? Fragte sommer-sonntag.de. Israel. Während in der BAED eine für die Normalität der Menschenfamilie eintretende Fernsehmoderatorin wie auf einer Treibjacht gehetzt wird, nur weil sie die Familienpolitik Hitlers lobte, wird er in Israel von der Schuld im Zweiten Weltkrieg freigesprochen. Eine der wirksamsten Totschlaglügen gegen Hitler ist sein Überfall auf die friedliebende Sowjetunion. Was die freien Geschichtsforscher, die Revisionisten schon immer wussten und belegten, dafür versorgt und eingekerkert wurden, bringt jetzt Israel groß heraus. Aus einem Beitrag des israelischen Revisionisten Tom Segev, veröffentlichte in der israelischen Tageszeitung Haaretz am 12.12.2013. Misha Shauli befand sich in der Washington National Archiven, konnte kaum fassen, was er gefunden hatte. Aus einem Ozean von Einzelheiten stieg eine schlüssige These empor. Stalin zog Hitler in den Krieg hinein, um Europa ins Chaos zu zwingen, um eine kommunistische Revolution auf dem Kontinent entfachen zu können. Gemäß Shauli gibt es Beweise, die diese Theorie stützen. Tat aus-wandern.de kund. So langsam kommen die Wahrheiten ans Tageslicht und werden selbst dort in diesem Lande veröffentlicht. Finde ich schon nicht schlecht. Tel Aviv. Die Weigerung von israelischen Rotkreuzhelfern bei einer Spendenaktion das Blut der dunkelhäutigen Parlamentsabgeordneten Pnina Tamaoshatta zu akzeptieren, hat einen Skandal ausgelöst.
Es stellte sich heraus, dass die Sanitäter nach Richtlinien des israelischen Gesundheitsministeriums handelten, die Blutspenden von in Afrika geborenen Menschen grundsätzlich ablehnen. Wie der staatlich israelische Rundfunk berichtete, soll nun auch im Gesundheitsausschuss der Knesset eine Änderung der Vorhaben beraten werden, berichtete t-online.de. Dabei wird es dann auch bleiben bei der Beratung. Jerusalem. Kurz von german.ruvr.ru. Jerusalems Behörden mussten wegen des starken Schneefalls seit 1992 erstmalig Schulen und Kindergärten schließen. Dies teilte die israelische Zeitung Jerusalem Post mit. Am vergangenen Tag fielen in der Stadt 10 bis 15 Zentimeter Schnee. Ist schon eigenartig, wie man das alles hinkriegen kann und wie das Wetter, was uns ja immer noch nicht, längst nicht alle glauben, wie man das Wetter manipulieren kann. Nahe Osten. Nach mehreren Tagen Regenfällen haben im Nahen Osten starke Schneefälle begonnen. In den Ländern, wo die Lufttemperatur sogar im Winter gewöhnlich nicht unter plus 10 Grad sinkt, liegt sie zurzeit bei 0 Grad. Mit Schnee bedeckt ist der größte Teil Jordaniens. Dort wurden Schulen und eine Reihe von staatlichen Einrichtungen geschlossen. Im Libanon kamen bei einem Unwetter 4 Menschen ums Leben. Einige Straßen am Rande der libanesischen Hauptstadt Beirut stehen unter einem 1 Meter hohen Schlammschicht. In Ägypten herrscht die stärkste Kälte seit 122 Jahren, meldete wiw.adpo.org. Damaskus, München. Die Schneefälle in Syrien haben die Lage der Kriegsflüchtlinge erneut deutlich verschlimmert. Viele Flüchtlinge haben nur das, was sie am Leib tragen, erklärte der Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit, Luadi Yassin in München. Viele Flüchtlinge vegetieren in Zelten aus Lumpen oder in Ruinen zerstörter Häuser. Sehr viele Kinder sind unterernährt, nun haben auch noch Kälte und Schnee, kommen auch noch Kälte und Schnee hinzu. Es ist zu befürchten, dass viele Kinder die nächsten Wochen nicht überleben werden, wenn nicht schnell gehandelt wird, zitierte 0211.net. Gesprochen 0211. Fukushima, Japan. Ein ehemaliger Ingenieur von TEPCO sagte, die Atomreaktoren von TEPCO sind nicht erdbebensicher. TEPCOs Behauptung, Fukushima sei erst nach dem Tsunami zerstört worden, sei eine Lüge, damit die Japaner nichts merken, dass sie vor lauter eingestürzten AKWs umgeben sind. Wenn die Aussagen des Ingenieurs stimmen, dann hat Japan ein Riesenproblem, warnte deutsche-wirtschaft-nachrichten.de. Und recht haben sie. Außerdem wird das verseuchte Wasser immer noch in den Pazifik gegossen bzw. gepumpt. Und die große verseuchte Insel mit Unrat treibt weiterhin auf die Westküste von Amerika zu. Tokio, Asien. Mit umfangreichen Finanzhilfen verstärkt Japan seine Annäherung an die südostasiatische Staatengemeinschaft, die ASEAN. Ministerpräsident Abe kündigte am Samstag an, die ASEAN-Mitglieder über einen Zeitraum von 5 Jahren mit insgesamt 20 Milliarden Dollar an Hilfen und Krediten zu unterstützen. Das Angebot kommt in einer Zeit massiver Spannungen zwischen China und Japan wegen einer von beiden beanspruchten Inselgruppe im südchinesischen Meer, unterstrich abendblatt.de. VSA, China. Nochmal wiw.adpo.org. Eine Kollision zweier Kriegsschiffe im südchinesischen Meer konnte nur durch ein Ausweichmanöver verhindert werden. Ein chinesisches Kriegsschiff hatte einen US-Lenkwaffenkreuzer zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Vielleicht mal drauf umdenken. Kiew, EU, Hintergrundkräfte. Schaut man sich die Aktivitäten der NGOs in der Ukraine im Zeitraum seit der von George Soros gesponserten Orangenen Revolution im Jahr 2004 an, tauchen mehrere neue Elemente auf, die nichts Gutes ahnen lassen. In diesem Zeitraum setzt die EU mit einem Projekt der östlichen Partnerschaft alles Mögliche in Gang, um die Ukraine und 5 weitere frühere Sowjetrepubliken voll oder ganz unter das Freiheitsdiktat der EU-Kommission, der EZB, der IWF-Troika zu bringen.
genau das Ausplünderungsschema, was die ukrainische Regierung jetzt zurückgewiesen hat, verdeutlichte Politaja.org. Dass die Gegenorganisation unter anderem von der CDU bezahlt und unterstützt wird, hatte ich schon gesagt, ne? Moskau. Putin sprach sich in seiner Jahresbotschaft an die Föderalversammlung für eine Kooperation mit der Ukraine aus, selbst wenn diese das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnen würde, schrieb russland-heute.de. Brüssel. Die EU hat auf Initiative der BRID an Klitschko, den Leiter der ukrainischen Oppositionspartei UDA, eine Einladung zu Konsultationen in Brüssel gesendet, in zeitlicher Übereinstimmung mit dem EU-Gipfeltreffen 19. und 20. Dezember, schnaubte marialurtblog.com. Außerhalb des Gipfeltreffens will sich Merkel natürlich persönlich mit Klitschko treffen. Nordische Länder und VSA. Immer diese Konspirationstheorien. Wir sind Schweden, Finnen, Norweger, Dänen in die NATO gekommen, in die EU zur Mitgliedschaft an das weltumspannende NSA-Spionagenetz. Eine Regierungskonspiration nach der anderen ging durch das Volk und gegen das Volk. Man kann mit großer Majorität dagegen sein, das kümmert die Herren da oben einen feuchten Dreck. Sie werden ihren Marsch in die volle Integration in die übernationale Regierung fortsetzen. Wie Wayne Metzen schreibt, leitet einer.blogspot.de korrekt ein. Dort bitte den Beitrag weiterlesen, er ist sehr interessant. Griechenland, EU. Während wir uns 2014 nähern, zeichnet sich ab, dass Griechenland auf seine Staatsschulden die Zahlungsunfähigkeit erklären könnte. Das gesamte Euro-Schwachsinn bricht derzeit in sich zusammen. Mai 2014 stehen die EU-Wahlen an. Doch selbst wenn die Menschen für eine Reform stimmten, stellen die Regeln der EU-Kommission natürlich sicher, dass sich die Kommission an nichts davon zu halten braucht, selbst dann nicht, wenn die gewählten Politiker gegen sie stimmen. Nur die EU-Kommission kann Gesetzentwürfe einbringen, nie jemand, der gewählt wurde, kritisierte denklogischpropagandafront.de. Das ist das, was ich sage, wenn das einmal richtig anfängt zu brechen, sei es jetzt in Griechenland oder Spanien, ich bin immer noch davon überzeugt, es fängt mit Spanien an, dann haben manche Leute richtige Probleme. Die Bevölkerung auch, denn das wird sich auf Dauer, und das wird dann nur ein paar Tage dauern, die Bevölkerungen der verschiedenen Staaten, naja, der EU, nicht gefallen lassen. Ganz bestimmt nicht. Madrid. Freitag berichtet die spanische Zentralbank die Quartalsdaten vom Bruttoschuldenstand des Staates für das dritte Quartal 2013. Erneut wurde ein neues Allzeithoch markiert mit 954 Milliarden $863. Das Verhältnis des Bruttostaatsschulden im nominalen BIP stieg auf 93,4%, damit auf den höchsten Stand seit dem Jahre 1990. Stellte Querschüsse.de fest. Italien. Italien hat mit seinen Staatsschulden einen neuen Rekordstand erreicht. Wir hören nur noch Schulden, nicht? Nur noch Schulden. Aber glaub mir bitte, Deutschland zahlt zwar, aber wir haben letztendlich keine Schulden. Es ist nominal reines Fiatgeld. Nichts anderes. Und das braucht keiner zu bezahlen letztendlich. Im Oktober 2013 kletterte der Schuldenberg auf 2085 Milliarden Euro. Italien zahlt jährlich 90 Milliarden Euro Zinsen für die Schulden, berichtete kleinezeitung.at. Den Haag, EU. Nochmals deutschewirtschaftsnachrichten.de. Das niederländische Parlament hat am Donnerstag die Aufnahme Albaniens als Kandidat zum EU-Beitritt abgelehnt. Dadurch stellt sich für die EU die Situation schwierig dar. Die Niederlande lehnen nämlich auch die Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum auf. Die Aufnahme Albaniens gilt unter Ökonomen als äußerst fragwürdig. Das Land ist ein klassischer Bailout-Kandidat. Da geht es also bei denen nur ums Geld, um nichts anderes. Was dort für Leute wohnen,
und wie Leute hier in unserem Land eingesetzt werden gegen unsere Bewohner, gegen unser Volk, darüber wird nicht gesprochen. Schon gar nicht in den Mainstream-Medien. EU. Seit der Nacht auf Donnerstag ist die Enteignung der Bankkunden beschlossene Sache. So haften nun die Kunden definitiv mit ihrem Sparvermögen für ihre Bank, sollte diese pleite gehen. Auch die kleinen Spareinlagen bis 100.000 Euro sind nicht mehr sicher, wusste Seite 3.ch. Sprechen wir da seit Jahren von, dass man an die Sparbücher ran will? Haben uns wenige nur geglaubt? Es ist soweit. Und das Abgreifen beginnt vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Berlin, Brüssel und die Banken. Deutschland leistet sich mehrere tausend Parlamentarier im Bundestag und 16 Länderparlamenten. Die Parteien stecken Millionen in Wahlkämpfe, der Staat Milliarden in Parteienfinanzierung, Parlamentsgebäude, Mitarbeiter und. Wofür eigentlich? Wenn das letzte Sagen in allen wichtigen Fragen in Brüssel liegt, fragte fk-un.de. Solange die Leute noch zur Wahl gehen, fühlen sie sich betroffen, gewählt zu werden. Und sie nehmen die Wahlen an. Oder habt ihr schon mal einen gehört, der die Wahl nicht angenommen hat? Und somit sind sie alle im BRID-Verbund. Denkt daran, BRID ist kein Land. Es ist eine Organisation. Es ist eine Handelsorganisation, um hier abzugreifen. Sie nehmen euer Geld. Und einige Leute sagen, ich habe keins, doch, du hast. Du hast nämlich deine eigene Arbeitskraft und Muskelkraft und die wird in Geld umgesetzt. Und das wird dir irgendwann genommen, über kurz oder lang, über verschiedene Schichten, Arten, Möglichkeiten. Berlin. In der Bußgeldsache wegen Verkehrsordnungswidrigkeit hat der Dritte Senat für Bußgeldsachen des Kammergerichts in Berlin am 27. November 2013 beschlossen. Auf die Rechtsbeschwerde des Betroffenen wird das Urteil des Amtsgerichts Tiergarten vom 2. August 2013 mit der Feststellung aufgehoben. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Betroffenen wegen einer vorsätzlich Zuwiderhandlung zu einer Geldbuße von 250 Euro verurteilt, ein Fahrverbot von einem Monat für angeordnet. Grundsätzlich führt die allgemeine Sachrüge zu einer umfassenden Prüfung des Urteils auf materiell-rechtliche Fehler. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass dem Senat ein vollständig schriftliches Urteil als Prüfungsgrundlage vorliegt. Das setzt voraus, dass es von dem Tatrichter ordnungsgemäß unterzeichnet ist. Genauer kann man das lesen bei brd-schwindel.org. Mein Gruß dahin. Westerwald. Ein erwerbsloser 19-Jähriger wollte Hartz IV beantragen. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Doch was dann geschah, machte viele fassungslos. Nicht etwa der Sohn stand im Fokus der Arbeitsvermittler, sondern vielmehr die kranke Mutter und der berufstätige Vater. Obwohl die Eltern weder Arbeitslosengeld I noch Leistungen nach SGB II beziehen, wurde die Mutter trotz Krankheit aufgefordert, sich eine Stelle zu suchen. Der Vater, der als Elektriker eine Festanstellung hatte, sollte sich zudem um einen besseren bezahlten Job kümmern, kreidete Harz gegen -harz.de an. Wir hatten da letzte Woche schon drüber berichtet. In der Zwischenzeit, es wäre natürlich alles, sagt der Leiter, korrekt so gelaufen und man würde aber prüfen, ob da nicht eine andere Möglichkeit ist. Ich könnte, wenn ich solche Sprüche, Dummsprüche von irgendwelchen Amtsleitern höre, wird mir schlecht langsam. Ich höre sie täglich, nicht ein 10, 20 Stück immer, wird mir auch zugeschickt. Und ich höre sie selbst auch. Leipzig, mit ihrer der Schulpflicht haben die Eltern hinzunehmen, dass der Staat als Bildungs- und Erziehungsträger im Umfang des schulischen Wirkungsfeldes an ihre Stelle tritt, womit ihre Möglichkeit, unmittelbar in eigener Person pädagogisch auf ihre Kinder einzuwirken, auf den außerschulischen Bericht beschränkt wird. Damit löste das Bundesverfassungsgericht das Grundgesetz des Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 auf. Dort heißt es, die Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.
Weiter löste das Bundesverfassungsgericht das Grundrecht des Artikels 4 Absatz 1 und 2 GG auf. Dort heißt es, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet, unterrichtete deutsche sex.wordpress.com. Nochmal Berlin. Eine Asiatin greift im Supermarkt in einen fremden Rucksack. Ein dunkelhäutiger Mann fischt einer älteren Dame im Kaufhaus die Geldbörse aus der Tasche. Ein Video mit diesen Szenen unter dem Titel Vorsicht Diebe, so schützen sie ihr Weihnachtsgeld, lief bis vor einigen Tagen bei den Berliner U-Bahnen. Die folgende Kritik an die Polizei war groß. Der Film entweckt den Eindruck, dass die Berliner Polizei Menschen, die nicht deutscher Herkunft sind, als Täter vorführen will und stellt diese Personengruppe damit unter Generalverdacht, sagte ausgerechnet Hakan Tass, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich sag da mal nichts zu, oder? Die Polizei hat sich nun entschieden, die Anregungen aufzunehmen, das Video noch einmal zu überarbeiten. Jetzt kommen natürlich Deutsche wahrscheinlich vor. Künftig sollen auch Menschen ohne ausländische Wurzeln zu sehen sein, sagte die Berliner Kriminaldirektor Stefan Redlich, hat den richtigen Namen, stand bei welt.de zu lesen. Und die gute Nachricht von michael-mannheimer.info. Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen Schwindel, kein Laster, das nicht von Geheimhaltung lebt. Bringt diese Heimlichkeiten ans Tageslicht, beschreibt sie, macht sie vor allen Augen lächerlich. Und früher oder später wird die öffentliche Meinung sie hinwegfegen. Bekannt machen alleine genügt nicht. Aber es ist derzeit das einzige Mittel, ohne dass alle anderen versagen, wusste schon Josef Pulitzer. Und das war's mal wieder für heute. Wir werden schauen, was kommende Woche uns bringt. Wir haben ja auch einen neuen Verteidigungsminister in... Mutti macht das. Ich könnte... Naja, ist egal. Schönen Dank fürs Zuschauen, schönen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.